One, two, one, two, three. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Workshop Jazz des Acoustic Player 4 2012. Unser Special-Thema dieser Ausgabe ist ja Eric Clapton. Der ist jetzt noch nicht so richtig als Jazz-Gitarrist aufgefallen, ich gebe es ja zu. Aber wenn man sich in seiner Diskografie ein bisschen umguckt, findet man doch den ein oder anderen Swing-beeinflussten Titel. Und nach diesem Motto habe ich einen Workshop-Song geschrieben mit dem Titel Swing for Eric, der einige Elemente seines Spiels aufgreift und euch vor allem jede Menge neue Ideen für Swing-Begleitung, neue Akkorde und Anschlagpatterns im Fingerstyle-Jazz bringt. Ich hoffe, wir sehen uns in der Jazz-Ecke des Acoustic Player 4 2012 und können zusammen den Swing for Eric lernen. Bis dahin, ciao!